Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, ja, wir sind im Radl da, hat die Band Die drei lustigen Mosacher vor ganz genau 50 Jahren in der Hitparade gesungen. Die Älteren unter Ihnen werden es nur wissen. Besungen wird der schöne Sonntagsausflug mit der Familie. Die Radlwege in Bayern sind leider immer noch, auch heute, viel zu oft für den Sonntagsausflug gemacht, konzipiert und gebaut. Und viel zu selten für den Alltagsverkehr. Das Radl kann aber viel mehr als Biergarten und Badesee. Das Radl kann erhebliche Teile des täglichen Pendelverkehrs im Alltag bewältigen, vor allem seit es E-Bikes gibt. Das Rad kann Staus vermeiden und Öffis entlasten, denn die allermeisten Wege, die wir fahren, sind wenige Kilometer kurz und da ist das Fahrrad das ideale Verkehrsmittel. Wir wollen den Weg frei machen fürs Fahrrad als attraktive Alternative zum Auto, deshalb unser Radgesetz. Der weithin bekannte Verkehrsplaner Hermann Knoflacher, Professor Emeritus der Technischen Universität in Wien, sagt, die Infrastruktur bestimmt das Verhalten. Die Menschen wählen das Verkehrsmittel, das sie am bequemsten und praktischsten von A nach B bringt. Und tatsächlich, wenn man die Leute in Kopenhagen, in den Niederlanden, aber auch in Münster oder in Freiburg fragt, warum sie so viel radeln, dann ist die Antwort, naja, weil es schnell, billig und praktisch ist. Und es ist deswegen dort schnell, billig und praktisch, weil die Infrastruktur halt entsprechend dafür gebaut worden ist. Nämlich ein gutes, lückenloses Radwegenetz, wetterfeste, diebstahlsichere Abstellanlagen. Wo es das gibt, da wird auch Radl gefahren. Und das ist für uns alle gut. Jeder Weg, der mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, spart Stau, Kosten und Zeit, schützt Gesundheit und Klima, meine Damen und Herren. Sogar die Staatsregierung will einen Radverkehrsanteil von 20% erreichen. Das steht auch drin in ihrer schicken Halbzeitbilanz zum Radverkehrsprogramm, die pünktlich vor dem Wahlkampf erschienen ist und zugestellt worden ist, mir jedenfalls kurz vor der Bundestagswahl. Ein Schelm, wer Böses denkt. Das Problem an der Broschüre ist allerdings ein anderes. Seit Jahren sind sie dem 20%-Ziel, das sie proklamieren, also 20% der gefahrenen Wege, hinten und vorne nicht näher gekommen. Nach wie vor dümpeln wir in Bayern bei mageren 11% Radverkehrsanteil umeinander. Sogar in den großen Städten ist das Auto die vorherrschende Mobilitätsform. Auch hier in München der Radverkehrsanteil stagniert. Und das ist kein Wunder, denn seit Jahrzehnten tun sie alles dafür von der Staatsregierung und den Regierungsfraktionen, dass man überall schnell und bequem mit dem Auto hinkommt und vernachlässigen dabei Bus, Bahn und das Fahrrad sträflich. Und genau das können wir mit diesem Radgesetz ändern. Unser Entwurf für ein Radgesetz, den wir hier in der ersten Lesung heute vorstellen, hat einen sehr umfassenden Ansatz. Das erkennen Sie an der Länge des Entwurfs. Diese Länge ist leider auch notwendig, der nimmt eine ganze Reihe von Anpassungen auch vor in bestehenden Gesetzen wie dem Straßen- und Wegegesetz, der Bauordnung, dem Bayerischen ÖPNV-Gesetz, Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und anderen. Die vier wichtigsten Punkte, die unser Radgesetz für die Fahrradfreundlichkeit in Bayern beitragen wird, möchte ich Ihnen vorstellen und herausgreifen. Punkt 1. Radschnellwege müssen vom Freistaat geplant und gebaut werden. Radschnellwege sind eine gute Lösung, vor allem im Stadt-Umland-Verkehr der Ballungsräume, um Druck herauszunehmen von den überlasteten Straßen und den überlasteten öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber schauen wir mal, was das in Bayern für ein Gemurkse ist. Als Kreisrat beobachte ich das Sitzung für Sitzung seit 2015 in meinem Landkreis. Unter anderem verläuft nämlich der erste Pilotradschnellweg in Bayern im Ballungsraum München. Schönes Projekt, sind wir froh, dass wir das haben. Manfred Freist, ja. Allerdings ist es so, es ist ja der Pilotradschnellweg deswegen, den hat man als Piloten ausgewählt, weil er angeblich am einfachsten zu realisieren ist. Seit 2015 allerdings, seit bald 7 Jahren, basteln wir daran umeinander. Von München nach Garching, nach Unterschleißheim. Bis heute ist kein einziger Quadratmeter gebaut. Es gibt auch noch kein konkretes Datum, wann jetzt denn einmal die Realisierung beginnen soll. Die Planung ist ein Verschiebebahnhof zwischen Gemeinden, Städten, Landkreis und dem staatlichen Bauamt. Mal will der eine nicht, dann kann der andere wieder nicht. Meine Damen und Herren, so kommen wir nicht vorwärts. Übergeordnete Verkehrsprojekte kann man nicht auf die Kommunen abschieben. Bei Autobahnen oder Staatsstraßen warten wir ja auch nicht darauf, dass Kommunen sich zusammentun und gemeinsam irgendwas projektieren wollen, sondern übergeordnete Verkehrswege wie Staatsstraßen und Bundesstraßen, Bundesautobahnen etc., Eisenbahnen, das plant der Staat und das ist richtig. Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen haben deswegen Radschnellwege
den Landesstraßen, das was hier Stadtstraßen sind, gleichgestellt. Das Land ist sinnvollerweise dort Bauherr. So muss es auch in Bayern sein und so steht es deswegen auch in unserem Gesetz. Punkt 2, den ich hervorheben möchte, das ist die Gleichberechtigung für das Fahrrad in der Planung. Das derzeitige Radwegeangebot in Bayern ist ein lückiger Flickerteppich, aber kein alltagstaugliches Radwegenetz. Jeder von uns, der mit dem Radl ab und zu unterwegs ist, der kennt es. Die ganzen Radwege, die irgendwo im Nirgendwo enden. Entweder zwischen 40 Tonnen auf der Hauptstraße oder nach diversen Schranken, Pollern und tropfenden Unterführungen, wenn ich da an meine Gemeinde denke, irgendwo auf dem Acker, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen. Unser Gesetzentwurf sieht vor, dass Radwege von Haus aus gleichberechtigt mit Straßen geplant werden, als Netz, das durchweg sicher, komfortabel und unterbrechungsfrei für die Radfahrenden ist, mit staatlichen und kommunalen Radverkehrsplänen flächendeckend im ganzen Land, versehen mit konkreten Maßnahmen, die dann aber auch umgesetzt, evaluiert und finanziert werden. Umweltminister Glauber hat letzte Woche beim Thema Klimaschutzgesetz gesagt, er wolle die Leute nicht vom Auto herausholen und aufs Pferd setzen. Ich weiß nicht, ob der Herr Minister öfter einem vom Pferd erzählt oder warum ihm beim Klima das Pferd in den Sinn kommt, aber wenigstens einen ordentlichen Teil der Klimamilliarde, die versprochen wurde, ist bei derselben Veranstaltung, die muss in den Radverkehr fließen, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, meine Damen und Herren. Heute nämlich ohne Klimamilliarde fließen Jahr für Jahr 2 Milliarden Euro in den Bundesstraßen, in den Staatsstraßen und in den kommunalen Straßenbau in Bayern. Und demgegenüber feiern Sie sich für vergleichsweise lächerliche 40 Millionen Euro pro Jahr fürs Rad, auch hier in dieser Broschüre genannt. 40 Millionen fürs Radl, 2000 Millionen fürs Auto und Lkw. Das ist keine Radverkehrsförderung, das ist Homöopathie, meine Damen und Herren. Unser Radgesetz steuert um, setzt die Prioritäten neu und sichert den Kommunen die notwendigen Mittel für den Bau sicherer Radwege. Apropos Kommunen, schauen wir auf den Punkt 3 unseres Gesetzentwurfs, nämlich die Landesagentur für Mobilität. Bayern hat 2056 Kommunen. Die wenigsten haben die Größe, das Personal, die finanziellen Ressourcen, die Expertise, um den Radverkehr so zu entwickeln, dass er eine echte Alternative zum Autofahren werden kann. Die AGFK, die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune, die wir in Bayern zum Glück haben, die hilft bereits einigen und macht es auch ganz hervorragend. Aber schauen wir mal nach Baden-Württemberg zum Beispiel. Dort passiert wesentlich mehr. Da sind es gleich mal an mehreren Stellen, wo Kommunen massiv und nachhaltig unterstützt werden. Sowohl die Nahverkehrsgesellschaft, also das Pendant der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, ist aber thematisch wesentlich breiter aufgestellt worden, ist unterstützt die Kommunen, als auch die große und neu geschaffene Abteilung nachhaltige Mobilität im Verkehrsministerium oder eben auch die dortige Energie- und Mobilitätsagentur KEA. Unsere Kommunen, denen sie ja gerne eine Last nach der anderen aufbürden, ohne entsprechende finanzielle Unterstützung zur Verfügung zu stellen, Corona haben wir das hier oft diskutiert, die brauchen mehr Hilfe und Unterstützung bei der komplexen Aufgabe der Förderung und Entwicklung des Radverkehrs. Deshalb schafft unser Radgesetz eine Landesagentur für Mobilität, die Kommunen bei Planung, Umsetzung und Kommunikation von Radverkehrsmaßnahmen berät und unterstützt. Und der letzte Punkt, den ich herausgreifen will, das ist vielleicht der wichtigste, nämlich die Sicherheit. Vision Zero heißt das Ziel der Verkehrssicherheitsplanung. Keine Toten und keine Schwerverletzten und überhaupt so wenig wie möglich Unfälle. Dieses Thema wird immer wichtiger, denn die Zahl der schweren Unfälle und auch der Getöteten bedauerlicherweise steigt in den letzten Jahren wieder an, wie die Zahlen des Verkehrssicherheitsberichts des Innenministers gezeigt haben. Deshalb verankern wir in unserem Gesetzentwurf Vision Zero gesetzlich als Leitlinie der Planung. Und wir schaffen eine Pflicht für Abbiegeassistenten für Lkw und Busse, die der Freistaat Bayern beschafft oder fördert. Das ist zwar nur ein relativ schmaler, kleiner Teil des Fuhrparks, der draußen auf der Straße unterwegs ist, aber immerhin, es ist halt der Teil, den wir beeinflussen können. Es ist der Beitrag, den wir als Freistaat Bayern selber handeln können. Wir jedenfalls wollen jede Möglichkeit nutzen, um Verkehrstote und Schwerverletzte zu verhindern, denn jeder Unfall ist ein Unfall zu viel, meine Damen und Herren.
Unser grünes Radgesetz will den Radanteil mindestens verdoppeln. Aber es geht nicht ums Fahrrad, es geht uns um Wahlfreiheit. Deshalb wollen wir auch mehr und sehr viel bessere Busse und Bahnen, um den Menschen echte Alternativen zu geben, damit sie auswählen können, wie sie sich fortbewegen wollen, entweder mit dem Radl oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder eben mit dem Auto. Erst wenn wir ernstzunehmende Alternativen anbieten, sind die Leute nicht länger von ihnen zum Autofahren gezwungen, sondern haben eine echte Wahlfreiheit. Mehr Klimaschutz, mehr Lebensqualität und mehr Verkehrssicherheit. Ich freue mich auf die Beratungen in den Ausschüssen und darauf, wenn Sie in der zweiten Lesung dann unseren Gesetzentwurf zustimmen und annehmen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege.